Hör mir zu, Avatar. Du hast vielleicht all meine Truppen geschlagen, aber mein Vati ist der Lord der Feuernation. Ich werde dich jetzt also schlagen. Danach gehe ich nach Hause, in mein Zimmer und werde auf meinem bequemen Bett einschlafen. Du kannst also einfach nach Hause? Nein! Mein Vati, Lord des Feuers, hat gesagt, ich kann nicht einfach heim, bis ich dich geschnappt habe. Also komm sofort mit mir. Mit dir mit? Nein, Mann. Oh, okay. Sieht so aus, als wolltest du mir nicht helfen. Ich brauche dich doch nur, dass ich endlich wieder PS5 zocken und mein Lieblingspaar Schuhe anziehen kann. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Was hat dein Zahnfleisch? Lustig, dass du nachfragst. Mein Zahnfleisch blutet, weil meine Zahnbürste zu Hause bei meinem Vati ist. Wie wär's mit einer neuen Zahnbürste? Oh, du bist also nicht nur der Avatar, sondern auch ein Zahnarzt. Ein kleiner, stinkender Zahnarzt, der keine Lust auf eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung hat. Nein, ich hab einfach keinen Bock auf dich und zu sterben. Sterben? Mein Vati würde dir nie was tun. Er würde niemanden verletzen. Vor allem nicht mich. Warum siehst du denn aus wie ein Hotdog? Weil ich gefallen bin. Gegen was gefallen? Ein Flammenwerfer? Wie wäre es damit? Wenn du nicht sofort mitkommst, hab auch ich keine Angst davor, dein Mädel zu küssen. Lass sie sofort in Ruhe. Sorry, Avatar, aber ich glaube, dein Mädel ist jetzt mein Mädel. Appa, jep, jep. Lass uns reiten, kleiner Mann. Eines Tages werde ich dich noch kriegen, Avatar!